Wir müssen Abschied nehmen. Es war eine echt schöne Zeit mit euch. Mal schauen, was jetzt passiert. Willkommen Leute zu einem neuen Video und heute starten wir mal an einer nicht üblichen Position, denn wir sind gerade in der Community und ich bin hier gerade in der Screenshot-Box und wollte jetzt gerne mal was aufnehmen, aber da ich die Boys hier nicht einfach in den Stich lassen wollte, dachte ich mir, schreibe ich einfach mal ganz kurz in den Chat, schreibt mal alle Hallo für das Video. Wow, yeah, jetzt geht's ab. Auf jeden Fall. Irgendwie der Chat jetzt ein bisschen ab, also ja, kann man so lassen. Ja, auf jeden Fall Grüße gehen raus an alle, die hier mit am Start waren. Wenn das Video hier übrigens online ist, dann bin ich wieder in der Community, weil ich sowieso ein bisschen lernen muss und dann dachte ich mir, kann ich mich ja hier reinstellen. Ja, das ist gerade echt lustig. Aber okay, es soll heute um was anderes gehen. Ich bin jetzt erstmal ganz kurz hier weg. Es tut mir irgendwie ein bisschen leid, aber naja, kann man nichts dran ändern. Jedenfalls Leute, es geht heute mal um was anderes. Wir zocken erstmal wieder ein paar Runden Skywars. Wir gehen jetzt einfach mal in eine schöne Runde rein. Hier sowas wie Pints. Das hört sich doch, sagen wir jetzt mal, vielversprechend an. Und ich dachte, wir zocken heute mal ein paar gechillte Runden. Aber Leute, eine andere Sache, die ich auch noch heute mal machen wollte. Was geht mit dem Schief? Okay. Eine andere Sache, die ich auch nochmal ansprechen wollte, wäre einmal die Freundesliste, Leute. Ich hatte ja schon damals mal gesagt, dass meine Freundesliste etwas spackt. Und da war ich mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz sicher, okay. Liegt das jetzt daran, weil Gomme momentan mit dem Freundschaftssystem irgendwelche Probleme hat oder sowas? Aber so wie es sich momentan herausgestellt hat, ist das nicht, weil Gomme irgendwelche Probleme hat. Sondern es liegt, soweit ich weiß, daran, weil ich halt einfach schon zu viele Freundschaftsanfragen habe. Denn einige wissen es, ich hatte ja mal dazu aufgerufen, mich zu adden. Und ich wollte halt einfach mal schauen, wie viele Freunde wir zusammenbekommen, wenn mich wirklich alle adden können, die halt möchten. So, das hat dann irgendwann so geendet, dass ich irgendwie nicht mehr... Ey, wenn ich jetzt runtergeflogen wäre, das wäre wieder die Blamage schlechthin und ich habe mein FOV auch richtig. Oh. Jedenfalls. Das ist jetzt aber nicht gewesen, cool. Mich rückst du hier nicht weg! Okay, gut. Es wäre jetzt die Blamage schlechthin gewesen, wenn ich jetzt direkt runtergefallen wäre zu Beginn. Aber das ist ja nochmal gut gegangen. Jedenfalls hatte ich ja dazu aufgerufen, dass man mich adden kann, um zu gucken, wie viele Freunde wir insgesamt zusammenbekommen. Und es war dann irgendwann so, dass mein Freundschaftssystem nicht mehr funktioniert hat. Also es war halt, dass jetzt irgendwie, ich kann halt nicht mehr auf diesen Kopf drücken, wo man halt, also auf den Minecraft-Skin-Kopf, wo man halt normalerweise die Freundschaftsliste mit aufrufen kann. Das funktioniert nicht mehr und dementsprechend dachte ich mir, muss ich halt alle Leute ablehnen, weil... Ich hoffe, also ich denke mal, das wird die Problemlösung sein, dass dann wieder alles funktioniert. Denn wir sind bei 16.100 Anfragen stehen geblieben. Ab dem Punkt... Och komm schon! Ja, bei 16.100 Anfragen ist das dann irgendwann stehen geblieben und seitdem funktioniert meine Freundschaftsliste nicht mehr. Und wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt auch, schön, Pat, ist ja schön und gut. Freut mich auch für dich, dass deine Freundschaftsliste nicht mehr funktioniert. Aber was juckt mich das jetzt? So. Ich dachte mir, Leute, ich nehme das Ganze natürlich auch auf, weil folgendes, ich meine, wenn man halt die Freundschaftsliste auflöst, also alle Freundschaften löscht, dann wird das doch, sage ich mal, im Chat angezeigt, oder so, keine Ahnung, dann rasselt diese Freundschaftsliste, diese Freundschaftsanfragen in den Chat runter und ich dachte mir, eventuell könnte da ja was Lustiges bei passieren und das wollte ich auf jeden Fall festhalten in einem Video und deshalb dachte ich mir, können wir das auf jeden Fall nach dieser Runde machen und ja, dann geht's auf jeden Fall gleich los. Okay, dann geht's auf jeden Fall gleich los mit der Freundschaftsauflösung. Ich bin echt gespannt, was passiert, also wenn... Der ist ja so MLG, der Typ. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob der Chat gleich vollkommen eskalieren wird. Ich meine, der Chat ist schon in einer gewissen Hinsicht gerade eskaliert, also in der Community. Aber, naja, da geht auf jeden Fall einiges mehr. Und was macht der da jetzt? Hä? Kollege? Kollege? Was macht der da jetzt? Moin. Na, was geht, Bro? Alles fit bei dir? Ich baue mich jetzt einfach mal ganz kurz hoch. Und versuche ihn so ein bisschen zu überraschen. Vielleicht klappt das ja irgendwie. Hab für Eagle Low Ground Vorteil. Jawohl! Hau rein!
So, MLG-Man. Hä? Ja, okay, dann halt so. Lol. Okay. Ja, das war jetzt ein bisschen komisch. Was ist da hinten? Ich muss sagen, Skywars macht mir momentan irgendwie wieder richtig viel Spaß. Deswegen habe ich mir auch gedacht, zocken wir mal wieder Skywars. Und ich wollte mich auch übrigens nochmal bedanken, also für das Feedback auf das gestrige Video. Da kam wirklich viel, da waren wirklich viele Bewertungen und sowas. Hat mich echt wieder überrascht und auch gefreut. Und da wollte ich auf jeden Fall mal Danke für sagen. Deswegen, Dankeschön, Dankeschön. Okay, gut. So, was geht jetzt hier mit dem Typen ab? Ist der da ja noch auf dieser komischen Brücke? Oh, da betteln sich. Ich glaube, das war der doch, oder? Das war der doch von gerade. Ich muss auf jeden Fall aufpassen, denn die Enderperle kann ich ja definitiv auch gleich verwerten. Im richtigen Moment. Jetzt kommt er ja, ne? Ja, 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 das war so klar, ne? Das war so klar. Oh, shit. Yo, der kommt einfach angejumpt, wie so eine Gorilla. Jawohl, Digga! Bam, Alter, weg mit dir! Okay. Hä? Was? Hä? Ja, Leute, hä? Was war das denn jetzt für ein Ende? Lol. Meme 10 von 10. Yeah. Hä, was war das jetzt mal für ein Ende? Jetzt mal Hand aufs Herz, aber auf einmal war einer tot, dann der nächste tot und auf einmal war der eine auch tot. Hä? Wahrscheinlich haben die sich gebettelt, beide sind runtergeflogen und den letzten hab ich halt weggeklatscht, oder? Kann das sein? Ich glaube schon. Hört sich plausibel an. Okay, Leute. So, auf jeden Fall, Friend. Und zwar folgendes. Wir können ja jetzt hier machen, /Friend. Und wir können jetzt machen 2. Da gibt es nämlich einen Befehl, der heißt Deny All. Und dieser Befehl lehnt halt alle offenen Freundschaftsanfragen ab. Wenn wir ganz kurz mal auf den Server neu joinen, sehen wir... Oh, das war jetzt der falsche Server. Wenn wir jetzt auf den Server joinen, sehen wir, du hast noch 16.156 Anfragen offen. Auflisten mit /FriendsRequest. Aber kann ich das auch machen? /FriendsRequest. Request. Hä? Friends? Ach, mit S. Ja, ja, okay, gut. Lol. 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 Guckt euch das an. Ja. Yeah. Ah, nee, ist klar, Digga. Wie krass ist das denn? Okay, ich würde sagen, Leute, der Moment ist genommen. Wir müssen Abschied nehmen. Es war eine echt schöne Zeit mit euch. Mal schauen, was jetzt passiert. Lol. Ich habe so viele Freundschaftsanfragen, dass der Server nicht mitkommt. Aber ich kann den Kopf wieder benutzen. Hä? Lol. Ich kann den Befehl immer wieder machen und es kommt immer wieder ein Error. Wie krass ist das denn? Oh, was ist jetzt passiert? Da ist schon der Server leckt oder so. Es passiert gar nichts. Warte mal, ich gehe mal neu auf den Server drauf. Wir gucken mal, wie viele Anfragen wir mittlerweile noch haben. Wir haben noch 5 Anfragen. Ja gut. Das ist jetzt nicht die Welt. Ich würde sagen, ich schließe auf jeden Fall mal wieder mein Freundschaftsanfragen-System. Warte mal, wo geht denn das hier nochmal? Freundschaftsanfragen können dir nicht mehr gesendet werden. Können dir gesendet werden. Ja. Ich nehme keine Freundschaftsanfragen mehr an. Liebe Freunde. Ich würde sagen, wir zocken nochmal kurz eine Runde QSG und ich möchte nämlich noch eine andere Sache erzählen. Also ich muss sagen, auf jeden Fall, das war ein lustiges Experiment, nenne ich das mal. Es ist echt lustig zu sehen, was der Server jetzt für eine Fehlermeldung zurückgegeben hat. Weil, also ich habe ehrlich gesagt gedacht, es dauert auch ein bisschen länger, bis der Server das alles ablehnt, weil das ging ja jetzt irgendwie relativ schnell. Ich dachte schon, das dauert vielleicht sogar ein paar Minuten. Ich meine, 16.000 Anfragen ist jetzt nicht unbedingt normal. Und ich weiß auch nicht, ich wäre auch auf jeden Fall gespannt. Ach du Heilige. Ich war auf jeden Fall auch drauf gespannt, wie das... Digga, will er mich ficken? Ja, ich war auf jeden Fall auch drauf gespannt, wie der Server generell reagiert, wenn man so viele Freundschaftsanfragen ablehnt. Denn kann ja sein, dass das Plugin oder sowas gar nicht darauf konzipiert wurde oder... Keine Ahnung, ich laber Scheiß, ihr wisst Bescheid, aber... Nee, war trotzdem auf jeden Fall mal lustig zu sehen, was denn dann genauso passiert, ne?
Aber Leute, ich kann eigentlich nur sagen, das war's jetzt von dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Es kam heute etwas später, das Video, da ich gestern noch viel zu tun hatte. Aber morgen sollte es wieder in alter Frische normal weitergehen. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich fürs Zuschauen, wie immer. Heute kommt vielleicht ein zweites Video, vielleicht aber auch nicht, weiß ich noch nicht. Aber ansonsten sehen wir uns halt, wie gesagt, morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst doch gerne ein Like da, wenn euch das Ganze hier gefallen hat. Und dann sehen wir uns morgen oder vielleicht später. Ciao!